Ach Matthias, jetzt endet eine große DTM-Karriere. Wie schwer ist es wirklich für dich als Mensch? Du hast so dran gehangen. Meine, ich muss sagen, die Jahre geht ja schnell und irgendwann steht 17 und dann denkst du, ja, aber wenn du schon 17, kann man ja gleich 20. Aber ich will auch was anderes im Leben, meinen Enthusiasmus geben und was ausprobieren. Und ich habe sehr viel Freude an EKS und Rallycross momentan. Und da würde ich mehr Energie wie je reinstecken und habe so viel Freude dabei. Was glaubst du, wer dich mehr vermissen wird, die Fans oder wir Medien? Also, das ist eine gute Frage. Vielleicht. Das gibt mehrere Fans als Medien. So, ich glaube schon, dass die Fans in Anzahl. Aber oft habe ich schon überlegt, was eigentlich mir am meisten Spaß macht. Und eigentlich ein paar coole Interviews mit Medien. Das macht mir richtig Spaß, weil ein paar gute Fragen, ein paar gute Kommentare und Leute ein bisschen unterhalten, das mag ich ja immer noch. Und ja, ich würde sagen, wahrscheinlich würde prozentual wahrscheinlich die Medien mich mehr vermissen, weil ich habe ja auch so viele Haters von den Gegnern, von allen BMW-Fans und Mercedes-Fans. Aber ich, euch kann ich nur sagen, ohne euch hätte ich auch nicht so viel Gas gegeben, weil das gehört auch dazu. Ich bin nicht so derjenige, der sagt, ich will 100% alle Fans, sondern ich will nur die, wo mich mag. Und die, wo mich nicht mag, das ist auch okay. Egal, ob ich fahre sie oder so, ich sage das oder das. Ich finde, das gehört auch ein bisschen weit dazu. Gibt es eigentlich so einen Lieblingsspruch von dir? Ich habe meinen, aber was ist deiner, den du mal abgelassen hast? Ich glaube, ich hatte ja schon ein paar Sprüche rausgehauen über die Jahre. Ein paar, ja. Also spontan habe ich keinen am Lager. Hast du was? Ja, die Pappnase ist natürlich der Klassiker, den kennt jeder, aber der ist relativ jung. Ich mag es aber auch, als du mal gesagt hast, bei einer Massage fühlst du dich wie ein Stück Rindfleisch. Und da habe ich mich gefragt, bist du eigentlich ein guter Koch? Ja, also ich mag ja gerne kochen. Leider war wenig Zeit dafür in den letzten Jahren, aber wenn ich Zeit habe, mag ich schon gerne kochen. Und meine zurück zu den Sprüchen da, also oft von denen kommen die ja spontan von einem Ärger, was in dem Moment war. Und momentan ärgere ich mich nicht, sondern schaue zurück auf eine Karriere, was mir relativ stolz macht. Was wirst du denn am meisten an der DTM vermissen? Das frage ich mir auch, muss man ja sagen, wahrscheinlich die gute Beziehung mit ein paar Fans. Viele emotionale Momente kommt ja oft mit Fans zusammen, mit die Äbte. Aber den muss ich ja nicht für ewig abschieden, sondern die kann ich ja immer besuchen. Wahrscheinlich die Gefühle, wenn man in Startaufstellung steht, die letzten 5 Minuten, bevor man den Helm aufsetzt. Man geht auf Toilette, man geht aus dem Auto und die letzten 2 Minuten, bevor man den Helm aufsetzt. Das ist schon ein besonderer Moment bei blauem Wetter, volle Tribünen, gute Stimmung. Was wirst du denn am wenigsten vermissen an der DTM? Jetzt darfst du auf uns rumhacken. Also, nein, ich finde, also Journalisten in einer Form, ganz ehrlich, ich finde das nicht mehr so schlimm. Den Tag, wo ich über den Hügel war und weiß, dass ich muss deine Fragen ja gar nicht beantworten, sondern ich sage eh, was ich will. Was ich am wenigsten vermissen möchte, ich glaube, diese politischen Diskussionen von sportlichem Reglement, von technischem Reglement, was ist die Lösung, dass we make DTM great again und dann gibt es nach 3 Rennen wieder neue. Ich glaube, diese Inkonstanz oder die ewige Diskussion, was ich auch mal so sagen zu Recht, was die Journalisten gefragt hat oder in Frage gestellt. Aber es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, wenn man es genug gemacht hat, dann für mich ist das nicht mehr. Sondern ich schaue zurück und sage, boah, das war cool. Aber das ist ungefähr so, wie ich sage, ich hatte so viel Rindefilet gegessen, dass ich freue mich auch auf ein Würstchen. Sehr gut. Das hast du bei den WRX-Autos damals gesagt, der Ja. Würstchenvergleich. Jetzt haben wir hier im Hintergrund deine Meisterautos, Ja. 24, 27. Welches würdest du denn jetzt lieber nochmal fahren? Also den da, den fahre ich Ah, jeden den. Tag. Weil das ist halt ein Burner-Auto, macht irre Spaß. Aber nur als Kultur muss ich sagen, der da, den hier, Ah, ja, okay. wenig Abtrieb, fast ähnliche Motorleistung und die Reifen, ich hatte fast vergessen, von welchem Land die waren, aber damals waren die halt
nicht so gut wie heute. Also wenn man sagt, was heißt gut, also performance-technisch. Aber das war eine Herausforderung, die am Leben zu halten. Und heutzutage, die Reifen, was wir haben, sind in der Form langweilig, weil man kann fast tun, was man möchte. Und was passiert, ist relativ wenig. So, ich würde sagen, den ersten Meisterauto ein Dreh mitzumachen, das wäre schon was Besonderes. Ich weiß es zwar, aber unsere Leser fragen sich bestimmt, welche Meisterschaft war für dich schöner, die 2004er oder die 2007er? Der erste ist immer noch das Beste, würde ich sagen. Man im Brunnen da, das würde ich nie vergessen. Das bleibt im Kopf ewig. Wenn du 2017 Meister geworden wärst, hättest du dann nochmal dein T-Shirt ausgezogen und wärst mit der ganzen schwedischen Mannschaft fürs Teamfoto posiert? Kennst du das Foto noch? Wir blenden das ein. Ja, ich kenne schon das Bild, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht. Das war schon eine wilde, verrückte Zeit. Ich hatte auch eine sehr außergewöhnliche Fotoshooting gemacht mit nacktem Oberkörper und so Sachen. Jetzt denke ich mir, wie habe ich da gedacht? Aber zum Glück war ich nicht alleine bei der Überlegung, sondern ich hatte auch ein paar schlechte Berater gehabt. Weil die Sonne sieht mein Körper nicht so oft. So, ich bin ja weiß-blass, also weiß geboren, weiß geblieben. In Schweden scheint ja die Sonne nicht so viel. Jedes Jahr hat ja seinen, sag mal, Charme gehabt. Und viele Jahre, wo ich Zweite war, musste ich sagen, das hat mir so extrem geärgert. Aber am Ende hilft es auch nicht. Jetzt schaue ich zurück und sage, ich weiß nicht, ob es 75 Podiumplätze ist von allen, die rennen. Das heißt, es gibt schon viel Pokale zu putzen bei den Äbten. Also wenn ihr den sehen möchtet, fahr so ab, weil zu Hause bei mir steht, glaube ich, den ersten Sieg als Papa und den letzten Pokal, wo ich Zweite wurde. Die beide steht bei mir und der Rest steht fast alles bei Abt. Ausnahmsweise, glaube ich, zwei steht bei meinen Mama und Papa. Auch ein paar DTM-Autos in der Garage? Nee, da habe ich gar keinen Bedarf. Nee, fahre ich lieber so Abt oder das Audi-Sport. Jetzt ist natürlich die Frage, es geht jetzt weiter. Du hast deine Karriere gar nicht beendet, zum Glück. Es geht ja weiter mit dem VRX-Team. Glaubst du, also macht dir vom Fahren, macht dir das mehr Spaß als ein DTM-Auto, richtig? Sag mal so, ein Rallycross-Auto zu fahren, egal ob Schnee, Eis, Asphalt, Schotter, das macht mir irre viel Spaß, weil die Beschleunigung ist extrem hoch. Aber den Gefühl ist ja immer das, was ich versucht hatte, die DTM-Kollegen zu erzählen, dass den Gefühl muss man versuchen zu produzieren, wo man DTM-Rennen fährt. Und alle fragen ja, warum mehr Leistung, warum weniger Abtrieb, warum? Ich sage ja, weil wenn man ein gewisses Gefühl hat, dann ist es egal, ob jemand mittig auf der Strecke oder ob alleine, dann macht das Fahren alleine Spaß. Und jetzt ist es so, man fährt raus und man feilt mit das feinste Blatt Papier und poliert alles. Und ich mag eh, wenn man, sag mal, von einem Stück Holz was ausschnitzeln muss und das ganze Prozess. Hoffentlich kommt ja irgendwas sowas in die Zukunft für den DTM, weil dann würde ich wieder dabei gewesen, wenn ich darf. Wie wär's denn mal mit DTM-Auto auf Schotter? Das könnte dir auch Spaß machen, oder? Ein bisschen springen einmal? Ich glaube nicht, dass es Spaß macht, weil Lenkeinschlag ist so wenig. Jetzt, viele Fahrer beenden ihre Karriere, wenn sie sagen, sie haben ihren Zenit überschritten oder sie sind auf dem Höhepunkt und sagen, geht nicht mehr. So, bei dir hat man nicht das Gefühl, dass du an deiner Maximumgrenze angereicht warst, denn du wärst beinahe nochmal Meister geworden. Ist das schwierig als Rennfahrer zu sagen, jetzt mache ich da trotzdem Schluss? Also ich... Gefühlt mache ich nicht Schluss mit Karriere, aber ich mache eine, sag mal, Pause, Schrägstrich, Schluss mit der DTM, weil ich würde wenige Zeit damit verbringen. Aber irgendeinen Tag, wenn ich eine andere, sag mal, Herausforderung im Leben gefunden habe, dann würde ich auch nicht mehr fahren. Ich weiß auch nicht, wie viele Jahre ich fahre. Wenn ich ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung. Wer war denn eigentlich in der ganzen Zeit dein Lieblingsrivale in der DTM? Gibt es da jemanden? Ich muss sagen, Gary Paffett habe ich ja viel Spaß miterlebt. So, ich glaube, Gary habe ich stark in Erinnerung, Bruno habe ich stark in Erinnerung. Dann gibt es ja auch viele, wo ich sage, das kann sein, dass die schneller war wie den. Das kann sein, dass die am Ende bessere Ergebnisse hat. Aber meinen Respekt haben die nie in den Form bekommen, weil die fahren und sind und benehmen sich halt anders. Aber für mich, glaube ich, ist Gary und Bruno die beiden, wo ich sage, für den
von den bestehenden Fahrern, was jetzt fährt, ist das die beide, wo ich am meisten Respekt für habe. Ich erinnere mich, glaube ich, es war 2012 oder 2013, da hatte der Bruno mal, ich denke, am Lausitzring den Mittelfinger aus dem Auto rausgezeigt. Dafür musste er Sozialstunden ableisten übrigens. Willkommen in der DTM. Bist du eigentlich nachtragend? Nein, aber ich finde, das gehört auch dazu. Zeigt eine gewisse Emotion. Und deshalb mag ich auch einen Gary und einen Bruno in deren Form. Ich muss ja sagen, auch meine Edo Motara, wo ich den Jahre bei Audi und vor allem das letzte Jahr, wo wir Teamkollegen waren, habe ich auch irre viel Spaß mit ihm gehabt. Und dass alle Leute komische Sachen machen, das finde ich toll. Weil wenn du durch ein Leben ganz blass geht, das ist nichts für mich. Was macht dir denn jetzt mehr Spaß, das Fahren in der WRX oder eben das Teamchef sein? Denn da hast du auch großen Gefallen dran gefunden. Also Fahren auf jeden Fall. Also Teamchef begrenzt und Fahren enorm. Hast du mal überlegt, wie lange du dann noch WRX fahren möchtest? Also solange, dass ich konkurrenzfähig bleibt und dass ich den Spaß an die Sache hat. Und ich glaube, den Tag, wo ich aufhöre, Rallycross zu fahren, dann glaube ich, würde ich anfangen, ein bisschen Rally zu fahren. Weil das ist der einzige Sport, wo ich mich fühle, auf einem Hobbyniveau, wo ich irre Spaß hätte. Ganz kleines Team, Auto, ein VW Kraft oder sowas. Das war so früher. Vielleicht heute heißt es MAN TGE, also die neuen schönsten Sachen. Ein enger Anhänger, vier, fünf Mann Team, Rally zu fahren hat Spaß. Das ist der einzige, wo nur sage, das wird meine Motorsportrente sein. Du hast mir mal gesagt, was anderes außer Motorsport kann ich eigentlich gar nicht. Aber irgendwas anderes muss es doch noch geben, oder? Sicher kann ich was. Aber was ich meinte damit ist, ja, ich kann ja was. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte das Leben als Ausbildung genommen. Sicher kann ich auch ein bisschen Leute unterhalten und alle Vorträge und so. Aber ich hatte auch entschieden, oder ich glaube, wenn ich aktiv mit Motorsport aufhöre, was mir am meisten begeistert, sind eigentlich Menschen. Was Menschen zu manchen Entscheidungen treibt oder warum man seine Laune hat, was man hat oder wie kann man Menschen beeinflussen mit Energie in positiver oder negativen Form und was bedeutet das Anerkennung, ein Teil von was zu sein. Und da habe ich ja auf der Geberseite was erlebt oder aber auch auf der Nehmerseite. Und ich glaube, ich würde, sag mal, ab jetzt bis ich sterbe, hoffentlich mehr mit Menschen arbeiten als mit Rennautos. Eine letzte Frage noch. Der Hans-Jürgen Abt sagte gerade, als du damals 1999, wie ihn schon, der STW gefahren bist, ja, da hat er schon gesagt, ja, ich glaube, das wird mal ein großer. Hättest du das damals von dir auch gedacht, dass du mal so eine wahnsinnige Karriere haben wirst in der DTM jetzt? Niemals. Also ich kann mir auch den allerersten Test bei Abt damals 99, das ist auch so wie gestern. Ich hatte geflogen nach Hannover und wollte dann ein Mietauto nehmen, ist eine Strecke. Dürfte kein Mietauto nehmen, weil ich war so jung. Und dann habe ich schon gedacht, ja, wie komme ich dann dahin? Und dann habe ich ja gesucht, Zug. Aber nach Oschersleben war das nicht so leicht. Und dann habe ich schon gedacht, okay, hau rein. Ich bin raus und hat verhandelt mit den Taxifahrern. Und verhandelt mit allen Taxifahrern und versucht einen bestmöglichen Preis. Dann habe ich Taxi von Hannover zum Oschersleben gefahren und hat mein Handy im Auto vergessen. Dann irgendwann kam ja der Taxifahrer von alleine zurück und hat mir ein Handy gegeben. Und dann habe ich ihm ein bisschen Geld dafür gegeben. Und also solche Tage bleibt extrem, aber auch den ganzen Test und so weiter. Aber da habe ich mich gefühlt wie ein super Amateur aus schwedischem Urwald im Verhältnis zu dem Welt, was ich da erlebt habe. So. Ganz ehrlich, ich habe nie mitgekriegt, wenn du sagst, ich hatte eine großartige Karriere. Ich habe nie mitgekriegt, wenn das soweit war, weil selbst war ich so beschäftigt mit noch ein Rennen, noch ein Podium, noch hier, noch das. Und genossen habe ich das nicht so wirklich machen können. Jetzt hast du zumindest ein bisschen mehr Zeit. Matthias, danke für eine tolle Zeit in der DTM, ja, eine große Karriere und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.